und herzlich willkommen im Mittelalter. Wir haben die nächste Brücke 4-2 und das wird wahrscheinlich auch wieder eine, Es wird wohl doch nicht. 8500 Gold, sind die verrückt. Baue eine Brücke, um die Truppen vorrücken zu lassen. Gibt nicht mehr als 8500. Oh mein Gott, wir dürfen wirklich nur noch das kleine Kreuz benutzen. Aber wir gehen wieder vor, wie immer. Das heißt, ja, so gehen wir natürlich nicht vor. Das heißt, wir bauen erstmal unsere normalen Brückenstücke. Und jetzt müssen wir halt eben schauen, dass wir das Ganze hier über zwei Querstreben irgendwie hier verschachteln. Dann machen wir hier noch ein entsprechendes Trapez rein. Einmal. Ich hoffe, das langt schon. Ich bin gespannt. Okay, die Seite hier wird recht stark belastet. Das heißt, wir brauchen ein zweites Trapez drin. Na? Machen wir ein höheres, oder? Bringt uns das was? Dass wir den Teil hier rausnehmen. Hier ein zweites stabiles Trapez reinnehmen. Und jetzt das Ganze hier über ein Seitenstreben. Dadurch wird die Kraft nämlich hier in wie so einen kleinen Diamanten halt eben eingeleitet. Na, noch nicht ganz perfekt. Ja, wir holen die Kraft hier einfach nochmal auch auf die Mittelstreben ab. So, schauen wir nach. Hier ist das, es wird nicht mehr ganz rot. Und die Truppen kommen über die Brücke drüber. Passt perfekt. Also eine ganz einfache Sternkonstruktion, damit schaffen wir das hier. Ja, das hier war die Brücke Nummer 2, eine sehr, sehr einfache Brücke für Welt 4. Und schauen wir, ob eine Zwischensequenz kommt. Nee, kommt keine. Gut, dann sehen wir uns morgen zu einer neuen Runde bei Auf in den Kampf, beziehungsweise Bridge Constructor Mittelalter. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Runde. Bis dann!